euch und willkommen hier zu einer weiteren Folge von Let's Collect Panini Euro 2020 Sticker. Denkt dran, um 19 Uhr gibt es den ersten Spieltag der Packs United Euro 2020. Ich öffne hier heute 12 Päckchen, Leute. Das ist auch dann das erste Display. Das erste Display, also das sind hier 60er Boxen bei den internationalen Stickern. Dann ist das erste Display leer. Hier sind die doppelten Sticker drin. Werner, zweimal Kroatien-Logo und einen Jarmolenko. Vier doppelte bis dato von den orangenen Stickern. Und wir öffnen heute 12 Packs, Leute. 12 Packs. Und wir starten auch direkt mit dem ersten, Leute. Let's go. Abfahrt, mal gucken, welche Spieler wir hier heute so bekommen. Wir starten, ja, munter, fröhlich rein mit einem Rambo Ramos. Rambo Ramos. Dann haben wir einen Frederic Renault aus Dänemark. Kieran Trippier aus England. Julian Wexler. Fragt mich nicht, wieso ich den jedes Mal so ausspreche. Ich spreche ihn einfach schon, ja, lange so aus. Julian Wexler. der deutschen Nationalmannschaft. Und Karavajew aus Russland. Pack Nummer 2. Sinan Bolat aus der Türkei. Jawolski. Können wir wenigstens wieder mal etwas auf den ersten Seiten einkleben. Kamil Glick. Finnland Jubelsticker. Und Rashford aus England. Übrigens, wenn ihr auch Bock habt auf die Sticker-Serie oder auf die blaue deutsche Serie, also die Europa-Serie, sage ich mal, mit die gibt es halt in Deutschland, in Schweiz, in Österreich, könnt ihr sehr gerne mal das Mega-Bundle unten in der Videobeschreibung auschecken, wenn ihr auch Bock habt auf die Sticker. A, ihr supportet mich, B, ihr spart Geld und C, kriegt ihr sogar noch das Album gratis dazu, ihr kriegt die ganzen deutschen Sticker gratis mit dazu. Akhmetov, zack. Das war Pack Nummer 3. Also gern auschecken. Link unten in der Beschreibung. Wojciech Szczęsny aus Polen. Dann Dalsgaard aus Dänemark. Fabianski aus Polen. Renato Steffen, der Schweizer. Und Juan Bernat aus Spanien. Wine Bubble, Niederlande. Das England-Logo. Also ich glaube, wir kriegen heute schon die erste Nation richtig, richtig voll hin. Mit diesen ganzen 12 Packs hier, Bednarek und Rodri aus Spanien. Und wenn es so weitergeht mit Polen, dann ist Polen, hat Polen gute Chancen hier heute. Wacklik, Shakir, Thibaut Courtois, Orsic und Leonardo Bonucci aus Italien. Kudryashov, Russland. Florenzi, der nächste Deutsche, Lukas Klostermann, Jonas Hector, zwei Deutsche in einem Pack und Jonas Knutzen aus Dänemark. So, weiter geht's. Ich kann euch die Frage beantworten, die mir gestellt worden ist bei der Packs United Euro 2020 Auslosung. Ich wollte halt vier Gruppen A4 Mannschaften haben, deswegen sind halt vier Mannschaften nicht dabei bei der Packs United Euro. Genau, und ich habe mich halt für die Nation entschieden, die... ja, für die wahrscheinlich am meisten, es hat einfach am meisten Sinn gemacht, da Finnland nicht mitzunehmen, etc. Wayne Hennessey aus Wales, Fabian Ruiz, Wijnaldum Niederlande und Luis Schaub aus Österreich. Easy, easy peasy. Ich grüße übrigens auch den Maurice und den Dominik. Und den Leandro. Dominik und Leandro grüße ich hier heute in der Folge. Mann, ey, ich vergesse immer, ich habe mir die Kommentare, ich nehme, guck mir immer die Kommentare an und mache dann immer einen Screenshot, dass ich halt die Kommentare auch einblenden kann und ich habe gerade den Namen vergessen. Burda aus der Ukraine. Aber Grüße gehen raus an euch zwei, wenn ihr auch morgen gegrüßt werden wollt. Schreibt einfach einen Kommentar und mit etwas Glück seid ihr hier morgen dabei. Ivan Rakitic, den hatte ich nachbestellt von den blauen Stickern. Petrov aus Russland. Und der letzte Sticker ist... der Jubelsticker von den Franzosen. Italien, Golini. Marco Arnautovic, Österreich. Donny van de Beek, Niederlande. Ich brauche De Jong, Alter. De Jong ist wichtig. Weil ich habe ja die Seite da halb zerrissen gehabt. Und genau das ist der De Jong-Sticker. Und wenn ich De Jong drin habe, dann bin ich irgendwie beruhigt. Jesus Navas. Zu Yunchu. Harry Winksy Minksy, Jameson Mount und Kevin M. Babu. Bam, letztes Pack. Wer kommt hier nochmal?
Tom Lockiger aus Wales. Dann Belgien, Mannschaftsfoto. Axel Witzel von Belgien. Florian Grillitsch, Österreich. Und der nächste und der letzte Sticker ist der nächste Deutsche. Matthias Ginter, Matze Ginter. Also wir haben heute so viele Sticker einzukleben. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum, sondern ja, starten direkt mit dem Einkleben. Let's go! So, dann blättern wir mal auf. Und wir starten mit dem Logo. Also Sticker Nummer 3. 1, 2 fehlt mir. 5 und 8 denn noch auf den ersten Seiten hier. Und mal gucken, kann ich das ordentlich einkleben. Jawohl, das sieht ordentlich aus. Das sieht doch wunderbarski aus, Leute. Sehr, 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 sehr schön. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Österreich, 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 Österreich. Haben wir 4 Sticker? Einmal sogar das Logo, welches ich hier noch nicht drin habe. Also Österreich füllt sich auch wunderbarski. Zack. Dann habe ich hier die 15, also alle auf der anderen Seite. 15, Florian Grillitsch. Zack. Komm, let's go. Florian Grillitsch, dann die 20, Luis Schaub und die 24, Marco Arnautovic. Bam. Arnautovic hier. Dann noch, hatte ich den eigentlich in dem blauen Heft gezogen, Arnautovic? Ich weiß es gar nicht. Zack. So, wo sind die Belgier? Die Belgier sind hier am Start. 3 Stück. Einmal Mannschaftsfoto, das heißt, die kleine Seite der Belgier ist jetzt hier auch komplettiert worden von mir. Bam. Und dann habe ich noch einen Axel Witzel und einen Thibaut Courtois. So, Courtois, der Keeper der Belgier logischerweise und Witzel, das Mittelfeldmonster Axel Witzel, kommt da mit der 20 neben KDB. Kroatien, 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 18 und 26, 18, Ivan Rakitic, hier oben. Und Mislav Orsic. Habe ich jetzt einen. Nein, hier sind Sticker runtergefallen. So. Orsic. 26 hier noch von der. Von den Kroaten. Bam. Dann habe ich Tschechien mit Tomáš Vaklík mit der 5. Tschechien heute. Ja, Tschechien sieht noch nicht so gut aus. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber bis heute läuft es wieder gut, Leute. Heute bin ich wieder Panini-Profi. So ein Ding ist das. 6, Frederic Renault. Let's go. Dann die 10 und die 14. Sogar beide auf der ersten Seite hier. Mega, Alter. Das heißt, von Dänemark fehlt nur noch ein Jesper Hansen. Dann fehlt ein Matthias Jürgensen, das Logo und der Jubelsticker. Ansonsten war es das mit der ersten Seite hier. Mega, ups, das hätte ich fast falsch eingeklebt. Jonas Knutzen. Jonas Knutzi, Knutzi, Knutzen. Perfekt. England hatte ich auch einige. England war babamäßig dabei hier. Einmal sogar das Logo. Die 3 Lions, die 3 Lions. Bam. Und dann 4 Spieler, ja. Wenn ich die alle einkleben kann, sieht das schon ordentlich aus. Trippier kann ich einkleben. Von Atletico Madrid. Außenverteidiger. Dann die 24 Rashford. 19 kann ich einkleben und 20. Kann ich alle einkleben, Leute. Wunderbar. Es läuft wie am Schnürchen. Rashford. Mason Mount. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Ich sag, England kriegen wir als erste Nation voll, Leute. Ich habe mit England ein richtig gutes Gefühl irgendwie. 19 Harry Winks. Kommt hier auch noch rein. Und dann war es das hier mit den Engländern heute. Das sind ja nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist babamäßig, Leute. Real Talk, Spanien. Spanien, 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 Spanien sind 5 Stück insgesamt. Einmal hier der Kapitän
Ramos, Sergio Rambo Ramos. Dann Jesus Navas, der hier noch mit auf der ersten Seite eingeklebt wird. Juan Bernat natürlich auch. Der ist schuld, dass wir das Album heute nicht voll machen. Juan Bernat. Bam. Und dann die anderen wahrscheinlich, ja, auf der anderen spanischen Seite 19 und 21. Fabian Ruiz hier mit der 21. Also Spanien sieht aber auch gut aus, ne? Ist ja auch schon. Welche Folge ist das heute? Die sechste? Die siebte? Ich weiß es gar nicht. Rodri. Doch, ich glaube, die sechste oder die siebte müsste es sein. Rodri. Easy. Finnland habe ich hier. Sind leider nur zwei. Einmal Jubelsticker. Mit der Nummer 3. Und dann noch die 9. Und Finnland ist ja auch solide gefüllt, muss man sagen. Jona Toivio. Bam. Frankreich Jubelsticker. Jubelsticker der Franzosen. Dann geht's weiter mit der deutschen Nationalmannschaft. Und drei Verteidigern. 11. Lukas Klostermann, RB. Oh Leute, Lukas, hier, RB Leipzig, muss ich ja direkt mal ansprechen, ne? Was denkt ihr, wird Leipzig nochmal einen, oh, was heißt nochmal, wird Leipzig einen Timo Werner-Ersatz finden? Oder meint ihr, nächstes Jahr wird es für RB Leipzig nicht so? Weil Timo Werner war ja schon extremst wichtig für die Leipziger, da vorne im Sturm. Wie viele Tore er geknipst hat, ist schon, ja, eine sehr wichtige Person und ein sehr wichtiger Spieler für RB gewesen, ganz klar. Und wenn der jetzt fehlt, ist halt, bleibt abzuwarten, ne? Klar, man kann eine Person jetzt nicht komplett abhängig machen von dem Erfolg und einfach abwarten, Leute. Einfach abwarten. Italien, da sind auch einige. Einmal das Logo der Italiener. Bam, dann die Keeper, einmal Gollini, einen habe ich nur, ich hatte gedacht, ich hätte zwei, aber es war nur Gollini, Pierluigi, dafür habe ich einen Leonardo Bonucci noch am Start hier, der direkt daneben kommt, Florenzi glaube ich auch auf der Seite, ne? Ja, Florenzi und einer dann auf der zweiten italienischen Seite, nämlich den Federico Bernardeschi. Dann sind wir ja ungefähr schon bei der Hälfte, weil wenn man hier immer diese Seite sieht mit My Dream Team, weiß man, wir sind circa bei der Hälfte. Federico Bernardeschi. Das überspringen wir und dann haben wir hier die Niederländer. 17, 22, 18. Alle auf dieser Seite und alle kann ich einkleben. So soll es sein, Leute. Heute noch nicht einen einzigen doppelten Sticker. Es läuft wirklich wunderbar. Jorginho Wijnaldum mit der 18, mit der 18. Zack. Und dann noch ein Donny van de Beek. Oh, Polen. Polen wird auch sehr interessant. Warum? Weil ich hier 4 Sticker habe und ich glaube, Polen ist schon, ja, ist eigentlich ja gut befüllt. Jetzt kommt noch ein Fabianski mit dazu, ein Szczęsny mit dazu, ein Glik mit dazu, ein Bednarek mit dazu. Alle hier auf der ersten Seite. Alles die Verteidiger der Polen. Jan Bednarek mit der 11. Bam, dann Kamil Glik, so der Abwehrchef. Den Kapitän Robert Lewandowski hatte ich ja schon eingeklebt. Ich glaube gestern oder vorgestern. Kamil Glik und dann noch Keeper Nummer 1. Wojciech Szczęsny. Ich mag den Namen irgendwie auszusprechen. Ne? Wojciech Szczęsny. Zack, easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch 8 Polen fehlen hier. Portugal habe ich einen Sticker leider heute bloß. Den Jubelsticker mit CR7 hier. Bam. Aber von Portugal fehlen ja auch nur noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auch nicht mehr so viele. So.
Dann kommen als nächstes vier russische Nationalspieler. Nummer 13, damit starten wir mit Karavajew. Von Zenit St. Petersburg spielt der Kollege. Die 12, Sergei Petrov. Bam. Dann habe ich hier die 8 mit Kudryashov. Auch den kann ich einkleben. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich glaube, Panini hat dieses Jahr irgendwie was anders gemacht mit den Tüten. Weil so wenige Sticker, das hatte ich in meinen ganzen Panini-Jahren noch nie. Real Talk. Ich hatte sogar eine private Nachricht bekommen auf Instagram, dass jemand so eine Box bestellt hatte, so eine blaue Box. Und das Heft komplett voll hatte mit dieser einen Box. Und ihr habt gesehen, wie viele bei mir gefehlt haben. Und wir konnten ja von Glück sprechen, dass Panini halt das Angebot hatte, dass man sich nochmal 50 Sticker nachbestellen kann. Und somit kriege ich ja das Album jetzt voll mit den Stickern. Ich hoffe, die kommen bald an, dass wir da die finale Folge noch aufnehmen können. Genau, aber ist wirklich krank. Könnte immer so ablaufen, Leute. Könnte immer so ablaufen. Renato Steffen von der Schweiz. Dann Schweden, machen wir die erste kleine Seite voll. Schweden Jubelsticker. Ist auch der einzige schwedische Sticker, den ich heute hatte hier. Die anderen Seiten sehen leider noch nicht so gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Sticker fehlen hier. Türkei. Ja. Die 7. Keeper Nummer 3. Bam. Dann habe ich auch Keeper Nummer 2 und Keeper Nummer 1. Günok habe ich leider nicht. Dafür ist hier noch ein Zuyuncu am Start, der ja auch in der Bundesliga gespielt hatte. Zuyuncu, zack. Und die Nummer 11 sogar auch noch auf der ersten Seite hier. Meri Demiral. Und somit haben wir auch die türkische Seite eigentlich gut bestückt hier heute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, ist okay. Ukraine. Ja, die Ukraine läuft nicht so gut wie in der blauen Serie. Burda. Mykta Burda mit der 13. Und die 15 ist der Taras Stepanenko. Bam. Und die letzten Sticker sind 3 Waliser. Einmal hier Tom Lockiger. Dann Keeper Nummer 1. Keeper Nummer 1 ist Wayne Hennessey. Easy. Und 21 ist Joe Morel, Leute. Joe Morel. Und das war dann auch der letzte Sticker für heute. Der letzte Sticker, den ich hier heute eingeklebt habe. Aber das Gute, das sehr, sehr Gute, Leute. Wir haben 60 Sticker ausgepackt und alle 60 Sticker eingeklebt. Das ist absolut brutal. Wirklich, Leute, das ist wirklich absolut brutal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder um 19 Uhr zu Packs United Euro 2020. Haut rein und tschüssi!